Hallo und herzlich willkommen betreffend das Universum und ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Commander Keen Teil 2, die Earth Explodes. Und wir versuchen natürlich alles daran zu setzen, dass das nicht passiert, obwohl man kann es ja an den Tantalus-Geräten hier selbst zu Ende bringen. Das werde ich, denke ich, auch in irgendeinen Part noch einbinden, aber nicht heute, nicht heute. Vielleicht auch einfach mal als kleines Fun-Fact-Video am Rande. Und wir starten auch direkt schon in einer der besagten Tantalus-Systeme. Und das wird lustig. Und ein Yaws, die ich ungern abschieße, weil ich... Och nö. Das ist gerade nicht so nett. Was habe ich hier in Yaws rumlaufen? Oh Gott, der hat mich fast runtergekickt. Aha, guter Start, guter Start. Also, exzellenter Start, kann man sagen. Kann man sagen. So, hier runter müssen wir nicht. Da sind nur ein paar Vorticans und Punkte. Und ja, wenn ich mich nicht täusche, gibt es hier keinen Lichtschalter. Das heißt, wir müssen es mit einem Vortican Warrior bzw. Vortican Elite direkt aufnehmen. Und ich versuche gerade nicht runterzufallen, was mir auch gelingt. So, jetzt ist die Frage. Das größte Problem eigentlich an Vortican Elite ist, dass wir wirklich sehr, sehr langsam schießen in den Teil. Wenn wir so schnell schießen könnten wie in Teil 4 bis 6, dann wäre der echt einfach zu besiegen. Um ehrlich zu sein, finde ich den Schockhund, ich habe keine Ahnung, wie der richtig ausgesprochen wird, irgendwie Schockschund, keine Ahnung, Schockschande, egal, ihr wisst, was ich meine, diesen dreibeinigen Shikadi-Hund, ich finde den tatsächlich schlimmer, weil er viel flexibler ist. Okay, wir sind hier nicht sonderlich flexibel, wo ist er denn, der Vortican Elite? Wir versuchen ihn einfach mal hier rüber zu locken. Und ich hoffe, ich bin schnell genug, irgendwo hoch zu springen. Komm schon, komm schon. Ich wünschte, ich wäre mit der Steuerung besser. Oh, da läuft er schon wieder weg. Dass er schießt, ist tatsächlich auch so ein kleines Problem. Er kann mich tatsächlich auch hier oben treffen, wenn er auf der Erhebung da drüben steht. Das ist halt schon ein bisschen gemein, diese Vortican Elite. Aber halt auch nur, weil die sehr, sehr langsam schießen und... Oh ja, da kommt er. Puh, meine Freunde. Das war sehr, sehr knapp. Das war ultra-tastisch knapp. Erste Hürde gemeistert, meine Freunde. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet. Ach egal, never mind. Ihr habt es ja gesehen und falls nicht, dann spult einfach mal ganz kurz zurück. Dann seht ihr auch, für welchen Ort die Waffe gedacht war. Und da holen wir uns noch Punkte. Ja, puh. Okay, das war wirklich knapp. Reflexe FTW, kann man da sagen. Reflexe FTW. Ich habe mir auch gedacht, wir machen heute Home A und Home B. Ihr seht schon, ich habe keinen Überblick mehr. Haben wir hier unten eigentlich alles gemacht? Ich glaube schon. Wir waren tatsächlich im ersten Part offenbar sehr fleißig. Ist ja bei mir auch schon eine Weile her. Ich glaube, wir haben hier unten tatsächlich schon alles gemacht. Solide. Solide. Ja, mein neues Lieblingswort. Und irgendwie verliere ich ständig die Stimme gerade. Wir machen definitiv Home A und Home B heute. Und die lassen wir einfach mal vorbeispringen, um Schuss zu sparen. Ihr kennt ja auch das Secret da unten mit den Vortican Elder. Von daher, ja, ich glaube jetzt nicht, dass ich das gesondert zeigen muss. Und der eine Vortican da hinten verarscht mich irgendwie. Warum willst du mich verarschen? Kommt der jetzt wirklich da nicht mehr raus? Offenbar nicht. Och nee, ernsthaft? Okay, ich habe mir gedacht, ich könnte hier relativ schnell durch.
Okay, ich springe dir immer so hoch. Ich möchte keinen Schuss vergeuden. Meine Güte. Okay, springst du direkt nochmal. Eigentlich Schussverschwendung, weil normalerweise schafft er den Sprung. Also hier unten sind wirklich sehr, sehr viele Punkte und auch Munition. War das? Ja, ich glaube, das war das Level. Gehen wir nicht hin, weil das wird von Vorticon Elite bewacht und och, bevor er denselben Scheiß macht wie der andere. Komm, lauf da runter. Ich habe keine Lust, noch einen Schuss zu verschwenden. Also, ich kann, wenn das Interesse besteht, da unten auch den Vortigen Elite, nicht Elite, Vortigen Elder nochmal gesondert zeigen. Kommst du vielleicht mal hier hoch? Also, man kann rein theoretisch auch darüber springen, aber wenn ich es verkacke, dann sterbe ich. Was uncool wäre, da. Oh, jetzt habe ich geschlafen. Och, er. No, nee. Oh, er ist runtergesprungen. Okay, nevermind. Also, hier sind hauptsächlich Punkte, etc. Ich weiß, es ist jetzt eine schwache Ausrede, aber ja, das Level ist an sich relativ lang und da unten gibt es ein paar hässliche Stellen. Und man kommt nicht mehr so einfach wieder hoch. Es wäre halt eine kolossale Munitionsverschwendung und Munition ist ehrlich gesagt ein bisschen rar gesät. Zumindest wenn man nicht diverse Secrets kennt, dann hat man so seine Probleme. Wir machen Home B, das ist wenigstens relativ lange und auch ganz lustig, wie ich finde. Ich habe immer noch den Plan, nicht zu sterben. Mich ärgert es gerade ein bisschen, dass ich in Home A gerade zwei Schuss gelassen habe, die ich eventuell noch brauchen werde. Ich weiß es nicht. Es wird, denke ich mal, auch einen Vortigern Warrior geben, beziehungsweise Vortigern Elite, den ich abschießen muss. Warum ist das hier? Ich glaube, es hat keine Bedeutung. Hat es scheinbar auch wirklich nicht. So, Punkte nehmen wir logischerweise mit, weil Leben brauchen wir auch. Ach, das ist einfach nur dafür gedacht, dass er runterfällt. Dachte ich mir fast schon. Okay, die Punkte holen wir uns da. Ist da der Vorticon? Ups, das wollte ich nicht. Warum bin ich da hochgesprungen? Ach ja, um Schuss zu sparen. Komm, komm mal da runter. Ja, das war clever, das war so geplant. Also, das war überhaupt nicht anders gedacht. Überhaupt nicht. So, ich glaube, eine Keycard ist dann auch noch hier. Also, alle Keycards sind hier. Einer der wenigen Level, in denen man alle Keycards braucht. Haha. Ja, den haben wir solide ausgetrickst, würde ich einfach mal behaupten. Und ich weiß, mein neuestes Lieblingswort ist offenbar solide. Aber das ist. Ja, warum will ich eigentlich da hochspringen? So. Da ist die nächste Keycard und da ist die letzte Keycard. Wie gesagt, einer der wenigen Level aus der Originalserie, die alle vier Keys benötigt. Ich glaube. In Keen 4 bis 6 gibt es auch nicht so viele. Das ist auch gemein, dass man hier so nicht runter kann. Ich wünschte, ich könnte mich da durchbacken. Dann könnte ich mir nämlich den Weg sparen. Ja. So. Also ein kleines, in Anführungszeichen, Labyrinth, was wir hier haben. Müssten. Ja. Okay. Alles gut, alles gut. Oh, nein! Ich habe vergessen, dass man in dem Teil mit einem Schuss auch mehrere ausschalten kann. Das war jetzt blöd. Das war jetzt wirklich blöd. Den einen Schuss, den habe ich jetzt vergeigt.
Schaffe ich das mit dem Pogo? Ich lasse es mal besser. Da ich nicht so gut in diesem Teil bin. Was allerdings eigentlich gar nicht schlecht ist, weil dann könnt ihr auch mal sehen, wie ich ein bisschen rumfaile. Ist, denke ich, auch mal recht unterhaltsam. Gleich kommt hier eine asoziale Stelle, die ich zumindest recht asozial in Erinnerung habe. Und zwar dieser Vortiken hier. Da müssen wir gleich sehr schnell sein. Und wenn wir Pech haben, was auch passieren kann, dann... Ja. So, runter da. Ich würde mal sagen, das war solide. Okay. Na, dann machen wir es direkt mit Pogo. Da ich ein bisschen rumfaile hier. Ah, nein, das habe ich vergessen. Ach, egal. Egal, da kommen wir auch so nicht mehr hin, oder? So, darunter gehen wir nicht. Und zwar aus folgendem Grunde. Weil da unten auch nur ein Vortiken Elder ist, den ihr bereits in einem meiner Videos gesehen habt. Kann man da drauf? Ich glaube schon. Aber dann müssten wir den gesamten Weg wieder zurückgehen. Was wir nicht unbedingt wollen. Und wir kommen ganz gut voran. Home A und Home B wäre gemeistert. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen in das Dufte-Level. Das ist ebenfalls wieder ein Tantalus-Center. Also wir müssen wieder eine Waffe ausschalten. Was wir, denke ich, auch tun werden. Und da habe ich mich verdrückt. Das sieht alles, was ich hier so tue, so mega dilettantisch aus. Ach egal, wir gehen erstmal dahin. So, jetzt müssen wir einen kleinen Moment mal warten. Oder vielleicht auch länger warten. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, bis er wieder hier ist. Müsste er nicht einfach irgendwann mal hier runterdotzen? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich glaube, so kommen wir da nicht hin. Von daher machen wir das so, wie das ist. Noch. Ich bin ein Horst. Ich bin so ein richtiger Horst. Wie wäre es, wenn wir warten, bis er da hochspringt? Okay, okay, das war nicht so gut. Wir werden... Ach ja, die Schuss, die Schuss. Solide. Meine Freunde, solide. Kann ich so da hochspringen? Nein. Ah, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ah, ich habe total dieses, in Anführungszeichen, Secret vergessen. So ein richtiges Secret ist das ja nicht, aber es ist ganz cool. Finde ich zumindest. Also Schussmangel haben wir jetzt definitiv keinen mehr. Das sollte jetzt solide machbar sein. Schätze ich. Ja, dann hätte ich den... Weißt du, Planung ist eigentlich alles. Und da hört ihr so einen behinderten Bot im Hintergrund. Noch mehr Schuss. Brauchen wir definitiv. Brauchen wir definitiv. So. Das wird jetzt lustig. Drückt mir die Daumen. Das ist immer so eine kleine Herausforderung. Boah. Ups. Jetzt wäre ich fast gestorben. Ah, man müsste nach unten gucken können. Komm schon. Vortiken. Wenn der hier hochgesprungen wäre, wäre ich einfach mal solide gestorben. So. Oh, verschwinde, Vortiken Warrior. Niemand mag dich. Niemand. Okay, gucken wir einfach mal kurz. Oh, das war ganz knapp. Das war ganz knapp. Das war einfach nur ganz knapp. Ja, verschwinde. Die Features aus Teil 4 bis 6, die werden jetzt hier echt hilfreich. Wo man nach unten gucken kann. Und ducken wäre tatsächlich auch sehr, sehr nice. Okay, ich habe keine Ahnung. Also, da drüben, also rechts von mir, sind auch noch zwei weitere Vortikens. Das ist höchst unsolide. Einen haben wir schon mal angelockt. Falsche Taste. Sorry. Ja, ich bin halt gewohnt, irgendwie die Leertaste zu drücken.
Okay. Ja, der Plan sieht tatsächlich wirklich so aus, dass ich sie einfach hierher locke. Weil das hat auch noch ein weiterer Vortigern, den ich aktuell nicht sehe. Und der Vortigern Warrior von hinten, der ist halt ein bisschen problematisch. A little bit an issue. Ja, ich weiß, du kannst hochspringen. Das ist schön für dich. Wir chillen hier gerade mal eine Runde. Ach komm schon, ernsthaft. Dann machen wir es halt einfach so. Ah. Okay, zwei Schuss vergeudet, weil ich mich verdrückt habe. Eieiei. Gut, dass ich eben die ganzen Schuss aufgehoben habe. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen in Panik geraten. Das hat man eventuell daran gemerkt, dass ich auf einmal so still wurde. Ich wollte den halt mit dem Jumpshot erledigen. Allerdings ist er stehen geblieben und dann beim zweiten Mal wollte ich den Pogo aktivieren und abzauen, habe dann aus Versehen geschossen. Also, ich bin auf jeden Fall in dem Teil kein Paradebeispiel. Ja, komm, lauf. Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Solide. Naja, halbwegs solide, sagen wir es mal so. Da oben drüber sind, glaube ich, auch noch Punkte oder so. Aber wir lassen die Punkte an dieser Stelle einfach mal Punkte sein. Würde ich einfach mal behaupten. So, bald 17 Minuten um. Ich würde allerdings sagen, wir machen trotzdem noch ein Level. Da haben wir noch eine Tantalus-Station. Das würde jetzt zu lange dauern. Was haben wir hier unten? Ah ja, das war rum, ey. Haben wir ebenfalls noch eine Tantalus-Station. Die dauern halt ein bisschen länger. Die sind auch ein bisschen schwieriger, muss man halt sagen. Ich glaube, wir machen einfach mal Weaponry A. Müsste, ja, das ist Weaponry A. Und das ist ein bisschen komplizierter, weil wir brauchen hier einen der duften Scrubs. Das musste ich selbst überlegen. Und nein, ich meine nicht die Serie. Und hier gibt es einige nervige Sprünge, muss man halt einfach sagen. Man muss ein bisschen aufpassen, weil man kann dafür sorgen, dass man das Level nicht abschließen kann, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und hier brauchen wir ein bisschen Timing. Oh Gott, hat der Tisch jetzt gerade gewackelt. Ich glaube, es geht aber auch einfacher. Ich glaube, ich mache es mir gerade selbst schwer. Ich glaube, man kann auch auf den Scrub springen, genau. Wir holen uns, glaube ich, erstmal die schwierigere Keycard. Nein, oh, das hätte ich eigentlich wissen müssen. Wir holen uns erstmal die etwas schwierigere Keycard, weil hier Vortikans rumspringen. Ich glaube, der eine Vortikan hängt fest. Es kann sein, dass ich jetzt da sterbe. Die können sich, glaube ich, auch da durchbacken. Komm, hört auf! Und da ist halt auch noch so einer. Yes! Ich habe gedacht, ich sterbe jetzt. Ich habe gedacht, ich springe da runter und einer backt sich einfach zu mir hoch. Und ich denke mir in dem Moment nur, what the fuck? Aber das hat tatsächlich funktioniert. Gibt es hier auch eine Möglichkeit? Nein. Ich muss an den Yaws vorbei. Ich warte einfach mal, bis sie alle da runterspringen. Weil ich möchte sie, um ehrlich zu sein, nicht umbringen. Reflexe. Ich wollte fast Skill sagen. Skill wäre aber nicht ganz treffend gewesen. Ob hätte ich nicht eben Munition verschwendet, würde ich es einfach erschießen. Vielleicht sollte ich sie erschießen, damit ich nicht auf Überlänge mit dem Part komme. Obwohl, das interessiert mich nicht so sehr. Oh, Jos, ihr seid fast so nervig wie Skypest. Na. Ich arbeite mich vor. Ich arbeite mich vor. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Weil ich muss hier drüber springen, ohne beide wegzumachen. Obwohl, ich glaube, es geht auch so, aber muss man viel länger warten.
Und da sind noch mehr Jaws. Machen wir es einfach mal gerade mit Pogo. Au. Wir schießen die jetzt ab, ansonsten wird das ist viel zu nervig. Viel zu nervig wird das sonst. Bleibt mal da unten, das ist ein schönes Versteck. Müssen wir mal gerade drüber springen. Die muss ich wegmachen. Oh, na, ich wollte... Ja, komm. Nein! Ich hasse dich. Ich kann da gerade gar nichts gegen machen, weil er so angesprungen kommt, dass ich nicht auf ihn schießen kann. Eieiei. Okay, wir haben das Level eigentlich schon geschafft. Eieiei, die sind ultra nervig. Ich wollte springen. Wieso konnte ich nicht springen? Die sind echt die Hölle. Die sind echt so... Ich hab gedrückt, wirklich. Oh, meine Güte, seid ihr nervig. Okay, Skypest, du bekommst gerade in diesem Part sehr, sehr große Konkurrenz. Okay, jetzt muss ich auf die anderen Scrubs warten, wo ich nicht weiß, wo die sind. Obwohl, da oben, der könnte gleich runterfallen. Ach nee, der kann da vorbeirennen. Ah, fuck. Nein, der ist da oben festgebackt. Machen die einfach mal den Weg frei. Ich habe gehofft, ich kann ihn wegbacken. Nein! Ah! Meine Güte, dass ich für euch Schüsse verschwenden muss. Ich habe es damals immer geschafft, ohne Schüsse zu verschwenden, aber... Wo sind die Scrubs? Haben die irgendwie keinen Weg da rausgefunden? Oder drehen die gerade eine lange Runde? Oh, wenn das jetzt wirklich daran scheitert. Da läuft einer rum, der läuft den ganzen Weg. Oh, wegen den behinderten Jaws. Ich überlege gerade, ob ich das einfach mal cutte. Obwohl ich ungern bei einem Let's Play hatte. Aber, ich habe keine Ahnung, wie lange es dauert. Ich kann natürlich auch einfach jetzt eine ganze Weile lang Unsinn reden. Das ist auch gerade eine nervige Stelle da rechts da, wo die beiden Schuss sind und die Punkte. Weil die Vortican Elite kann einfach da drüber laufen. Oder, sagen wir mal, drüber backen, springen, keine Ahnung. Und, ja... Um ehrlich zu sein, das ist nicht mehr viel. Ich muss nur noch diese Keycard aufheben. Die anderen habe ich. Ja. Diese Keycard aufheben, nach rechts gehen, da wo die beiden Sodas sind. Und dann bin ich auch schon am Ziel angekommen. Aber irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Wo bleiben die? Ich brauche ja nur einen einzigen. Den hatte ich auch eben gehabt. Und der Jaws hat sich wohl gedacht, nee, mein Freund. Ich gehe mal gerade dahin, um zu gucken, ob da vielleicht schon ein Scrub ist. Nein, keiner. Wirklich, kein Scrub ist hier zu sehen. Das ist ein wenig nervig, aber ich kann es euch ja mal ganz kurz zeigen. Da unten ist das Ziel. Und ich habe keine Ahnung, wo die Scrubs gerade rumlaufen. Es ist halt ein bisschen schlecht gelöst, weil die Jaws halt wirklich ultra nervig sind. Ich denke mal, das dauert noch einen ganzen Moment und... Bevor ich hier einfach nur eine halbe Stunde stehe, würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, hoppala. Da habe ich gerade Mist gebaut. Wie ich sehe, ich habe gerade meinen Aufnahmebildschirm verzogen. Das macht nichts, aber endlich
ist der Scrub da? Ich habe zwischendrin mich auch noch ein bisschen umgeguckt. Irgendwie, ich habe eigentlich in Erinnerung, dass es mehr als einer war. Also mal abgesehen von dem, der hier rumgammelt. Ich habe keine Ahnung. Hier geht es zu dem duften Freund, den wir nicht besuchen. Der uns vielleicht aber besuchen möchte. Ja, obwohl der Aufnahmebildschirm jetzt ein bisschen verzogen ist, das macht jetzt nichts. Hauptsache, ich zeige das Ende nochmal. Und einen kleinen Trick. Denn wenn man den Pogo aktiviert hat, kann man einfach da vorbeispringen. Und man läuft nicht Gefahr, dass genau das passiert, wenn man die Punkte holen will. Und ja, das war's, denke ich, auch erstmal. Wir haben einiges geschafft heute. Sogar wieder erneut ohne zu sterben, zwar nicht ganz ohne Probleme und auch nicht ganz ohne rumfailen, aber es ist halt meine Wenigkeit, die Commander Keen Teil 2 spielt, und ich würde mal sagen, wir sehen uns auch das nächste Mal dann wieder, wenn es heißt Let's Play Commander Keen Teil 2 The Earth Explodes. Macht's gut!